Sind wir wieder bei Let's Play GTA Vice City. Wir sind wieder am Start und sind bei Diaz. Also da steht ein Wachmann. Phnom Penh 86. Ich weiß gar nicht, was das für eine Mission ist. Oh, ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Oh Gott. Ihr kennt mich. These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? Rast aus! These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Cayo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang plays bestimmt the ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? So, dann standen wir durch. Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, ja, es ist diese Mission. I'll handle Diaz. Eine der, meiner Meinung nach, schlimmste Mission. Ich mag es eigentlich überhaupt nicht, aber ich kenne sie halt. Ich bin kein guter Lance Vance, poor bastard. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island. You ever fire one of those from a whirly? No. Ich kann leider auch nicht mehr erzählen. Okay, we're almost there. So take out as many guns as you can. Ich kenne die Mission. Nur es hieß, ich mag sie nicht. Ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Es ist genau das Gebäude, wo wir eben den, oder nicht eben, sondern in der letzten Folge den Dieb verfolgt haben. Super, ich bin kein... Alter, die werden wir auch wahrscheinlich nicht beim ersten Mal schaffen. Ich bin nämlich kein guter Schütze. Gerade was das betrifft, weil ich auch nicht zielen kann zu 100%. Ich sehe dich nicht. Jetzt. Er hält aber auch den Heli nicht ruhig. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, wir kriegen es sogar beim ersten Mal hin. Das wäre natürlich total genial, aber ich glaube eher weniger. Halt doch mal den scheiß Heli ruhig. Ja, Alter. Jawohl, den haben wir rasiert. Ist da noch mal einer? Hier unten. Okay, haben wir's? Oder ist er? Hä? Aha. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir noch wieder oben. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, mit dem Mann heranzugehen. So, den haben wir weg. Wir haben noch gute Hälfte. Alter, jetzt haben wir den weg. Okay, auch der weg. Jetzt haben wir hier oben. So, wir haben zumindest die Mission mit dem Heli mal hingekriegt. Müssen wir da rein. Hol das Geld auf dem Dach.
Kann ich denn? Ich kann mich da nicht reinsetzen, ne? Geil, ne? Ich muss mich da durcharbeiten, das ist das Problem, da ich auch nicht genau weiß, wo die 100% wo die Feinde stehen. Ich finde es so lustig, dass sie hier schon auf mich ballern. Das kann doch nicht mal mit dem Ding laufen. So, du bist auch tot. Ja. Tot. TOD. Wow, Facke. Ich habe aber auch keine Waffe, wo ich mal laufen kann, ein bisschen, ne? Gut. Tot. Ich muss jetzt mal. Ich laufe jetzt gezielt mit der gezielten Waffe durch die Gegend. Was ist der denn? Ich sehe den immer. Wo zur Hölle ist der? Warum? War das der? War das der jetzt? Ja, scheinbar. Okay. Ja, doch. War das alle? Das waren alle? Okay. Weil den habe ich jetzt. Den habe ich jetzt. Ich dachte, hier wären jetzt bestimmt hier oben noch ein paar Leute. What the fuck? Das war schon. Ach cool, Sturmwarnung aufgehoben. Alle Brücken sind wieder frei. Wir haben alle Ecken jetzt frei. Sehr cool. Okay, da hätte ich jetzt auch nicht gewartet, dass wir jetzt schon mittlerweile, dass wir durch sind. Ja, okay, krass. Also was heißt durch? Nicht. Anruf. Ja, dann weiß ich auch, welche Mission als nächstes kommt. Frage, machen wir erstmal Diaz noch oder fahren wir nochmal Colonel? Wir haben noch Avery, wir haben noch Colonel und wir haben den Dings. Aber ich mache, glaube ich, wir machen Diaz weiter. Weil wenn wir schon mal hier sind. Okay, da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir tatsächlich da schon mit der Mission. Dass wir die tatsächlich beim ersten Mal sogar packen. Hätte ich auch nicht gedacht jetzt. Muss ich zugeben. Der Boot. Ach Gott, nein. Not so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy... I want that boat! Ah, I thought I got you!
Where'd you come from? Na dann, begib dich zur Bootswerft in den Dock und klau da schnell zum Boot. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir dürfen jetzt tatsächlich sogar rüber. Aber ab jetzt. Rein theoretisch passt das immer mit zwei Missionen pro Folge. Das versuche ich doch meistens reinzukriegen, aber es passt nicht immer. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Und damit sind wir in Downtown, beziehungsweise jetzt in Little Havana. Und hier findet ihr auch natürlich den kubanischen Hermes, den ich eigentlich so feier, den Wagen. Wundert mich, dass die so viele, dass die so weit raus sind. Gut, wie gesagt, wir sind in Little Havana, ne? Was war hier? Ist das richtig? Ja, ne? Ja, wir sind richtig, scheinbar. Ja, wir müssen dahin. Wow, 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 wow. Alter. Ich habe eine Mikrofonzimmer offen. Okay, das war jetzt mehr oder weniger mein Fehl. Ich habe dir jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass da jetzt noch Leute stehen. Ich dachte, wir müssen. Ja, bitte. Das müssen wir jetzt nicht nochmal sehen, weil wir kennen das ja. Okay, dann weiß ich jetzt diesmal Bescheid, dass wir noch Leute da brauchen. Dass da noch Leute stehen. Hauptsache, mein Auto steht da. Erinnere mal nicht, mit dem sein. Wie mit dem Lamborghini hier. Noch interessiert er mich nicht. Es gab dann, glaube ich, beim Originalspiel, ich weiß nicht, ob es hier auch genauso ist, unbeliebteste Gang. Ich habe zwischenzeitlich, weil ich die einfach weggeknallt habe, die ganze Zeit als unbeliebteste Gang meine eigene. Weil wir. Ja, nee, ich spoilere jetzt nicht. Aber ich glaube, die Leute, die das Spiel gespielt haben, die wissen sowieso, was Sache ist. Aber es gibt ja vielleicht sogar noch Leute, die damals nicht gelebt haben. Und wir sind nicht, damals nicht gelebt haben, aber damals nicht auf dem das Spiel nicht gespielt haben. So rum ist es richtig, sollte ja richtig sein. Ja, natürlich fährst du da jetzt unbedingt durch. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir da. Habe ich ein Positionsgewehr? Ich habe leider kein Positionsgewehr. Okay. Ja, da machen wir was anderes. Ja, natürlich musst du mit deiner Dreckskarre mir vor die Nase fahren. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind von denen. Ja, wir können durch die wir können tatsächlich durch den Zaun schießen. Jetzt haben wir's. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal die Typen töten. Ja, ich schütte erstmal nur die Typen hier. Das sind die scheiß Cops. Wow! Alter!
Das war mir fast klar. Gegen 4. Ich wollte da noch durchrennen. Scheiße. Super. Natürlich nicht. Hauptsache, meine Karre steht immer noch hier so kaputt und alles. Jetzt müssen wir nochmal dahin. Okay. Oh, schade, das Geile, die ist gerade vorbei. Also der Titelsong gerade lief. Der heißt übrigens I Ran von A Flock of Seagulls. Findet ihr, glaube ich, auch bei sämtlichen Streaming-Angeboten. Also ich habe bei mir zum Beispiel eine Spotify-Playlist. So, jetzt müssen wir nochmal dahin. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Ja, fahr mit deiner Scheißkarre darüber. Okay, wir müssen nochmal. Wir sollten nicht so lange trödeln, sondern. Alter. Verpiss dich jetzt. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier das Boot rauskriege. Verbesser. Oh, Gott sei Dank. Bringe das Boot zur Villa. Ja gut, das sind jetzt die Cops, ne? Die Cops natürlich haben jetzt Boote. Guck mal, ist das die Yacht, ist das nicht die Yacht vom Colonel? Ja, ne? Oh, Gott sei Dank habe ich die Mission geschafft. Oh, Toto, Afrika, geiler Song. Auch ein richtig geiler Song. 4000 kriegen wir für die Mission. Na dann. Wow, ey, was für eine Mission. So, jetzt lassen wir hier mal gerade ein bisschen außen vor euch. So, jetzt gucken wir mal, komm ich hier raus? Aber wir müssen mal dringend überleben, müssen mal Leben aufladen, dringend. Ist da nicht irgendwo eine Lebensenergieanzeige, irgendwas, Dings, wo ich mal ein Dings auffüllen kann. Gar nichts. Okay. Ich dachte, wir leben hier irgendwo. Oh, Gott sei Dank ist diese Drecksmission weg. Hä? Warte mal, ich glaube, hier hinten ist noch irgendwas. Hier hinten ist noch irgendwas. Das ist bei mir aber nicht zu 100%, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Warte mal. Ja, es ist ein Irrgarten. Aber ich muss gerade gucken. Ist hier noch irgendwo. Kein Leben, keine Energie, gar nichts. Okay. Leider tatsächlich löscht. Schade. Gut. Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwo mal sich ein. Dann muss ich tatsächlich. Soll ich doch da hochgehen? Oder lädt er sich jetzt, wenn ich jetzt die nächste Mission. Oh. Nice. Lädt er sich jetzt hier automatisch dann wieder auf, wenn ich jetzt mal.
Warte mal. Warte mal, was soll. So, ich hoffe, dass wir. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwo tatsächlich. Irgendwo eine Lebensenergie. Ach, warte mal, wir fahren, gehen mal kurz darüber. Ich brauche, weil ich weiß noch nicht, was jetzt kommt als nächstes. Ich bin froh erstmal, dass wir die 1, 2, 3 nervigen Missionen jetzt weg haben. Also, wie gesagt, mit dem Heli jetzt, beziehungsweise mit dem ferngesteuerten Heli, mit dem großen Heli da, die Typen vom Dachballern, das Geld wiederholen. Dass wir die relativ zeitnah alles erledigt haben. Und jetzt die Nummer. Darfst du mich nicht so weggehen? Ach, Chemien. Ja, bremse am besten. Bleib am besten stehen. Parke am besten mit auf der Straße. Was auch immer die Frau da versucht. Ich versuche, glaube ich, da durchzugehen gerade. Warum auch immer. So. Der nächste Diaz-Mission, die uns jetzt gleich anstehen wird. Würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Da habe ich mich vergessen, wann wir tatsächlich angefangen haben. Aber wir haben ja zwei, drei Mal machen müssen. Und deswegen, bis dann.